gerade im Ghetto kam es noch schlimmer, und zwar wurden 1941 die ersten Vernichtungslager in Polen eingeführt. 1942 wurde die ganze Gemeinde von Marko Mazowiecki und ihre ganze Familie nach Auschwitz deportiert. Wie haben Sie von dieser Deportation erfahren? Da fand sich an, und das war den 18. November 1942, dann fand sich an eine wieder neue, schlechte Epoche, Zeiten für das Land. Dann hat man uns herausgetrieben von der Stadt, das war den 18. November, und war ein Befehl, keiner soll nicht bleiben. Denn wer bleibt zu Hause, dann wird er gleich erschossen. Ich bin von dem Eintransport nach Treblinka. Treblinka, das ist ein Totenlager. Mein Großvater und mein Onkel und meine Mädchen und meine Freunde sind dort nach Treblinka gegangen. Wer ist nach Treblinka gekommen, ist mehr nicht zurückgekommen. Und ich bin gefahren mit einem Transport, mit den Eltern. Wir sind gelaufen so zu dem Zug, und es war nicht kein menschlicher Zug. Wir waren so in einem Waggon, vielleicht 80 oder 100 Leute. Es war kein Platz zu sitzen, auch nicht zu liegen, bestimmt nicht. Und dann müssen wir stehen. Und so, dem 10. Dezember 1942, bei Nacht sind wir 4 Tage ohne Essen, ohne Trinken. Essen kann man nach Hause sagen, aber das Trinken, Kinder haben geweint. Vielleicht 20 Menschen sind gestorben in meinem Waggon dort. Und wenn man schreit, man weint. Und wir sind angekommen, 12 bei Nacht, den 10. Dezember nach Birkenau. Das ist auch Birkenau. Und ich und mein Vater sind ins Lager gekommen. Er hat uns so gemacht, Klausung und gewaschen. Das gehört uns später, man nimmt sein Nummer gegeben. Mein Nummer ist, also wie Sie sehen, 81434. Das ist, mein Vater hat 81433. Und man hat ihm gesagt, von heute habt ihr mehr kein Nehmen. Nur Nummer. Jeder einer hat eine Nummer und man ruft ihn von mir der finden Nummer. Welcher Prozess war für Sie persönlich schwerer? Vom Menschen zur Nummer oder dann wieder zurück von der Nummer zum Menschen? Von Menschen zur Nummer ist nicht gut. Aber wenn ein Mensch Hunger hat und schwer und er weiß, dass der morgen sterben wird, dann hat keine Bedeutung der Nummer oder der Mensch. Und wieder später, wenn ich wieder befreit geworden und wieder ein Mensch geworden, so wie jeder eine, das war leicht. Es sind von allen Leuten, was die haben, den Nummer herausgenommen, zu den verschiedenen Ursachen. Aber ich weiß nicht warum. Ich nicht. Ich habe das nicht herausgenommen. Und ich schäme mich nicht mit dem Nummer. Und ich gehe nicht immer so zu zeigen, den Nummer, dass ich selbst, ich gehe so. Aber ich schäme mich nicht mit dem Nummer. Anatoma vineta mia afona, etoma yomit pirushme anana. ומצדנו עוד ירים אנחנו פה, כיוון נחשפנו מאוד יעל ויבוא, ומצדנו עוד ירים אנחנו פה.
Sie haben uns heute sehr viel gegeben. Sie haben viel mehr Schreckliches erlebt, als jeder von uns sich vorstellen kann. Und Sie haben es geschafft, trotzdem keinen Hass zu empfinden, keine Rache zu empfinden. Auch nicht gegenüber dem Volk, das Ihnen uns angetan hat. Und wir möchten Ihnen etwas Kleines zurückgeben. Das ist ein Poesiealbum, das ist im Augenblick noch leer. Aber Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden etwas hineinschreiben, was wir Ihnen dann nach Israel schicken werden, zur Erinnerung an das, was Sie uns gegeben haben. Und wir wünschen Ihnen für immer Friede, Pokui, Shalom, Salam. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Also unser Gespräch ist jetzt vorbei und es war ein sehr anstrengendes Gespräch. Ja. Es war total berührend. Wir saßen beide, die ganze Zeit Tränen in den Augen.